Room Service. Hallo? Mama, geh nicht ran. Mäuschen, du weißt, ich muss rangehen. Es ist mein Beruf. Ja, hallo? Kampenhausen? Ja? Okay, ich komme. Ja, wo ist es denn? Oh, bis gleich. Na? Na? Also, der Tod ist adelig. Er hat gestern Abend unter dem Namen von Brederstein hier eingecheckt. Er ist 55 und kommt aus Hamburg. Beruf? Beamter im höheren Dienst. Mehr weiß ich noch nicht. Eine schöne Hose. Ich komme vom Reiten. Ist alles okay? Wieso? Dein Fahrstil. Ist wieder Stress mit Gero. Ich habe heute Nacht wieder auf der Couch geschlafen. Schon wieder? Das wird ja langsam zur Gewohnheit. Mein Angebot steht übrigens noch. Ich bin noch zu haben. Ich bin jung und... Unerfahren, genau was ich brauche. Hier rechts. Sag ich doch, jung und unerfahren. Genau, was wir brauchen. Hat sich wohl einer Mut angetrunken. Henry? Ja. Todeszeitpunkt vor circa 10 Stunden. Selbstmord. Möglich. Theo. Es spricht einiges dafür, okay? Warum kommen diese Verzweifelten ausgerechnet in mein Hotel? Es ist der zweite Selbstmord in diesem Jahr. Frau Kosloff, haben Sie den Schuss gehört? Nein. Ich habe überhaupt nichts gehört. Sagen Sie, müssen diese Bänder da sein? Verstehen Sie mich nicht falsch, mir geht das auch nah. Aber ich möchte in diesem Jahr noch einen Wellnessbereich anbauen lassen und... Da können Sie keine Umsatzeinbußen gebrauchen. Könnten Sie vielleicht dafür sorgen, dass der Leichnam so diskret wie möglich abtransportiert wird? Das sollten wir hinbekommen. Vielen Dank. Das kann doch gar nicht sein, dass niemand diesen Schuss gehört hat. So ein alter Kasten hat dicke Mauern. Ja, du weißt doch, wie laut so eine Waffe ist. Schlüssel. Seit wann fährst du denn? Ich will nur den Tag überleben. Hat sich Marie denn wieder beruhigt? Oh, ja, natürlich. Sobald wir hier fertig sind, komme ich nach Hause. Ja. Ja, bis später. Tschüss. Dankeschön. Ist ja kein Wunder, dass sich die Menschen im Winter umbringen. Ist ja Nachmittag schon stockfinster. Statistisch gesehen bringen sich die meisten Menschen im Frühjahr um, wenn alles blüht und sprießt. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum du dich von Berlin aus hierher versetzen lassen. In Berlin hatten wir einen Hühnerkäfig, hier haben wir ein Haus am Meer.
Hier hat Gero keine Aufträge und ist schlecht drauf. Tja, so hat jeder sein Kreuz zu tragen. Das hört sich nicht gut an. Über was redet ihr? Tinas Kreuz mit dem Privatleben. Dann muss es ja ein Glück für dich sein, dass du den Sonntag mit uns verbringst. Ha, ha. Kurt von Brederstein war eine öffentliche Person, ein leitender Regierungsdirektor aus Hamburg. Ich habe schon ein paar Anrufe von der Presse bekommen. So schnell? Es gibt immer eine undichte Stelle. Tja, mein Vater hat heute seinen 90. Können wir loslegen? Schlaftabletten und Hochprozentiges. Er hat sich betäubt, bevor er sich erschossen hat. Woher kommt die Waffe? Das ist eine eigene. Das ist eine Spezialanfertigung für Linkshänder. Eine Astra, Kleinkaliber 22, eine Sportwaffe. Wissen wir schon was über das Motiv? Abschiedsbrief. Nein, bis jetzt noch nicht. Ja, Kurt von Brederstein war für Erziehung und Bildung zuständig. Bildung? Das ist schon ein Grund zum Verzweifeln in diesem Land. Warum nimmt sich einer in Travemünde das Leben, wenn er in Hamburg lebt? Gute Frage, Tina. Vielleicht ist er ursprünglich von hier. Nee, er ist in Stuttgart geboren. Er hat den Namen seiner Frau angenommen. Früher hieß er Schneider. Nicht sagen. Ja, was erwartest du? Ich habe ihn gerade erst bekommen. Gut, dann ruf mich an, wenn du was weißt. So dringend, ja? Er ist eine öffentliche Person. Ahrens macht Druck. Dein Beruf ist doof, Mami. Manchmal finde ich meinen Beruf auch doof. Aber meistens mache ich ihn ganz gerne. Ich kann mir nur leider nicht aussuchen, wann ich ihn mache. Papa sagt, du fängst die Bösen. Ja, also manchmal, da tun Menschen was Unrechtes, dann suchen wir sie und nehmen sie fest und dann können sie bestraft werden. Bist du das Gesetz, Mama? Nein, aber ich vertrete das Gesetz. Jetzt musst du schlafen, mein Schatz, und dann gehen wir ganz bald wieder auf den Ponyhof, ja? Versprochen. Versprochen. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. So wie der Januar aufgehört hat, macht der Februar weiter. Vor allem hier in Schleswig-Holstein, wo es seit dem Morgen pausenlos geschneit hat. Gestreut wird nur noch auf den Hauptstraßen und das auch nur eingeschränkt, denn den Stadtreinigungen geht langsam aber sicher das Salz aus. Nachschub aus dem Ausland ist soweit nicht in Sicht. Vor allem ich habe keine Ahnung, wie wir das alles bezahlen wollen. Die drehen uns den Hahn zu, wenn sie nicht bald was ändert. Hier. Die neue Heizung ist auch wesentlich teurer geworden. Wie viel denn? Kostenvorschlag lag bei knapp 5, jetzt sind es fast 7. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, klar.
Erste Erkenntnisse lassen auf einen Suizid schließen. Ist das dein Fall? Der Sprecher der Senatsverwaltung, ja. Carlo Drowski, bestätigte den Vorfall. Weitere Einzelheiten. Du bist ja heute wieder sehr gesprächig. Kalt zum Spazierengehen? Ich könnte Sie ein Stück mitnehmen. Nein, danke. Ich gehe gern zu Fuß. Schade. Gegen Kurt von Brederstein gab es ein Verfahren wegen sexuellem Missbrauch einer Minderjährigen. Aber am ersten Prozesstag haben die Kläger die Klage zurückgezogen. Warum? Das konnten mir die Kollegen in Hamburg auch nicht erklären. Wann war denn das? Vor 3 Wochen. Da stand er ja mächtig unter Druck. Tja, das macht sich nicht so gut für einen Beamten im höheren Dienst. Vor allem, wenn man für die Erziehung von Kindern zuständig ist. Hallo. Hallo. Ich bin Jenny, eine alte Freundin von Tina. Ist sie da? Tut mir leid, Tina kommt erst in ein paar Stunden wieder. Ach so. Gibt's hier vielleicht einen Kaffee in der Nähe, wo ich auf Sie warten könnte? Kaffee? Nee. Ach, kommen Sie doch rein. Wir können gerne hier warten. Ja. Danke. Hallo. Hallo, ich bin Gero, der Mann von Tina. Darf ich Ihnen das abnehmen? Hier ist es aber gemütlich. Wer bist du denn? Das ist Marie. Marie, das ist Jenny, eine alte Freundin von der Mama. Alt? Ja. Uralt. Kannst du eine Giraffe kneten? Ja. Das ist mein Spezialgebiet. Guck mal, bei meiner knickt der Hals immer um. Können wir vielleicht Streichhölzer reinkneten? Zeig mal. Ah. Okay. Nein, wir haben keinen Schuss gehört. Nein. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen? Nein. Nein. Also von den Angestellten und Gästen, mit denen ich sprechen konnte, hat keiner was gehört. Schöner Anhänger, den Sie da tragen. Das Herz? Nein, das Seepferdchen. Das ist ein Glücksbringer. Den habe ich von meinen Freunden bekommen. Ach, hallo. Danke, dass das mit dem Abtransport der Leiche so diskret geklappt hat. Frau Kosloff, ich hätte da noch eine private Frage wegen des Umbaus. Haben Sie schon einen Architekten? Nein. Können Sie jemanden empfehlen? Ja. Bin ja mal gespannt, ob deine Akquise dir Dankbarkeit einbringt. Gero darf davon niemals was erfahren, klar? Na ja, ist klar. Ich wünschte, für mich wird sich auch jemand so einsetzen. Oh. Bis morgen. Bis morgen. Alles klar bei euch? Alles klar. Wir haben übrigens Besuch. Mami, Jenny ist da.
Hallo. Hallo. Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Jetzt lerne ich auch endlich mal deine Familie kennen. Gero, mein Mann. Jenny, meine Schwester. Wie? Wie, du hast eine Schwester? Toll, deine Schwester! Wie wär's mit einem kleinen Spaziergang vor dem Essen? Gern. Ich will aber mit. Bitte. Nächster Süßer. Komm, wir zwei gehen jetzt in die Beine ran. Okay. Manu. Ein wunderschönes Haus. Und nur einen Spaziergang vom Strand entfernt. Und einen tollen Mann hast du. Und eine tolle Tochter. Warum jetzt, Jenny? Jahrelang habe ich versucht, Kontakt zu dir aufzunehmen. Nie hast du dich gemeldet. Das war dumm von mir. Schneider ist tot. Bist du deswegen hier? Ja. Ich habe das gestern in den Nachrichten gehört und hatte sofort das Bedürfnis, dich zu sehen. Ich fliege in 2 Wochen nach Australien und das ist vielleicht unsere letzte Chance, uns zu versöhnen. Mich würde das jedenfalls sehr freuen. Hast du mir nie erzählt, dass du eine Schwester hast? Ich kann dir das jetzt nicht erzählen. Warum denn nicht? Du hast mir nie wirklich was erzählt über deine Kindheit. Immer wenn wir drauf zu sprechen kommen, machst du zu. Hinter den grünen Hügeln in einer Senke, umringt von großen alten Bäumen, lag die Farm. Das kleine Mädchen hatte noch nie ein so gemütliches Haus gesehen. Plötzlich tauchte vor ihr die Bäuerin auf. Die Bäuerin stemmte die Fäuste in die Hügel. Jetzt macht aber langsam Schluss, ja? Nur noch das Kapitel zu Ende. Okay, aber dann Zähne putzen. Ich komme gleich wieder. Die Bäuerin stemmte die Fäuste in die Hüften, nahm beherzt das kleine Mädchen an die Hand und zeigte ihr alle Tiere. Die Pferde, die Schweine, die Kälber, die Hühner, den Hund und die Katze. Das muss toll sein, mit so vielen Tieren. Wenn ich in Australien bin, dann kaufe ich mir auch eine Farm mit ganz vielen Tieren. Echt? Und dann führte die Bäuerin sie auf die Weide, öffnete ein Gatter und zeigte ihr ihren größten Schatz. Ein Pony, rief das Mädchen glücklich. Ich hatte Durst. Muss man das bei dir anmelden, wenn man nachts mal aufsteht? Tut mir leid.
Hast du die eigentlich noch? Nee, das ist schade. Die habe ich verloren, schon vor Jahren. Kannst du dich noch erinnern, als Mama und Papa noch gelebt haben? Da haben wir uns alles erzählt. Da hatten wir keine Geheimnisse voreinander. Ich wünsche mir, dass es wieder so wird. Das ist eine Überraschung. Hallo. Jenny. Chris. Hey, du. Sag mal. Nee, okay. Nein! Was ist los mit dir? Du hast schon im Auto kein einziges Wort gesagt. Ist alles okay? Mir geht's gut. Du hast mir gar nicht erzählt, dass du so eine bezaubernde Schwester hast. Ich hoffe mal für Theo, dass er den Patho-Bericht fertig hat. Wie lange bleibt sie denn? Hast du was dagegen, wenn ich sie mal zum Essen einlade? Ich bin nicht ihre Mutter. Gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass du nicht eifersüchtig bist. Was hast du? Todeszeitpunkt Samstag, ca. 22 Uhr. Der Schuss wurde mit der linken Hand abgefeuert. Die Kugel ist links in den Schädel eingedrungen und hat das Kleinhirn komplett zerstört. Beim Austritt der Kugel wurde der rechte Schläfenlappen zersplittert. Saria, Selbstmord. Was sagen die Prozessakten? Hier spricht auch alles für Selbstmord. Der Mann hat einen Ruf zu verlieren. Beamter im höheren Dienst. Und auch wenn die Anklage zurückgezogen wurde, da lag ein Schatten auf seiner Karriere. Morgen fahren wir nach Hamburg. Ich möchte mit seiner Frau sprechen. Was hast du denn vor? Ahrens will uns sehen. Kannst du das übernehmen? Ich muss noch was erledigen. Na klar. Wo haben Sie die her? Aber das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ein Geschenk von meinem Freund. Hören Sie, ich glaube, dass Sie lügen, weil Sie Angst haben, Ihren Job zu verlieren. Ich verspreche Ihnen, alles, was Sie mir erzählen, bleibt unter uns. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Es ist ganz wichtig. Ich ermittle in einem Mordfall. Wie Mord? Ich dachte, er hat sich umgebracht. Denken Sie noch mal ganz genau nach. Kann es sein, dass Sie die Kette im Hotel gefunden haben? Aber doch nicht lang. Doch? Das ist eine Überraschung. Aber wir haben doch nur noch eine Stunde Zeit. Wieso denn? Wir haben alle Zeit der Welt. Echt? Ja. Komm. Hallo. Hallo. Wo ist Marie? Die ist noch mit Jenny unterwegs. Es ist schon nach 8. Was hatten die denn vor? Wir wollten auf den Ponyhof. Der ist schon seit 6:30 zu. Dann ruf sie an, wenn du dir Sorgen machst. Ich hab ihre Nummer nicht.
Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Sie ist wie eine Fremde für mich. Wie kannst du sie einfach so alleine losziehen lassen? Weil sie deine Schwester ist und weil ich dachte, dass sie gut bei ihr aufgehoben ist. Wenn das nicht der Fall ist, hättest du mir ja mal was sagen können. Jenny war als Kind unberechenbar. Was heißt denn das? Das heißt, sie war in einem Heim für schwer Erziehbare. Was? Und warum war sie da? Weil sie einen Erzieher angegriffen hat. Da sind sie, Gott sei Dank. Mama! Mama! Hey, da seid ihr ja. Mensch, wo wart ihr denn so lange? Im Wald, wo es Elfen und Feen gibt. Marie kann ja super reiten. Und Jenny kauft mir ein Pony. Naja, also das müssen wir erstmal in Ruhe besprechen. Das heißt, du erlaubst es nicht? Marie, wir können uns jetzt kein Pony zulegen. Wer soll denn das versorgen? Na, ich! Hör mal, Süße. Was die Mama meint, ist, dass im Moment haben wir noch die Baustelle für mein Büro. Und wenn das fertig ist, dann reden wir noch mal über das Pony. Ich will das Pony aber jetzt! Das kommt überhaupt nicht in Frage. Immer verdirbt ihr mir alles. Wie kannst du ihr sowas versprechen, ohne das mit uns vorher zu klären? Das kann sie doch nicht machen. Nein, das kann sie nicht, aber deswegen musst du ja nicht gleich so überreagieren. Sei nicht traurig. Manchmal hasse ich sie. Wenn wir in Australien sind, dann kaufe ich dir ein richtiges Pferd. Ein großes. Ehrlich? Ja. Aber das muss unser Geheimnis bleiben. Ich sag nichts. Hat er sich sicher nicht von seinem Gehalt als Regierungsdirektor geleistet. Guten Morgen, Frau von Brederstein, Kripo Lübeck. Vielen Dank. Nach dem Waffengesetz muss der Schrank aber abgeschlossen sein. Ich habe mich nie um die Waffen meines Mannes gekümmert. Jetzt sind Sie aber dafür verantwortlich. Waffen und Munition müssen getrennt voneinander aufbewahrt werden. Gibt es eine Waffenliste? Müsste ich nachsehen. Tun Sie das. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sich Ihr Mann gerade in Travemünde das Leben genommen hat? Ich weiß es nicht. Er war sehr durcheinander in letzter Zeit. Warum? Dieser Prozess hat ihn mitgenommen. Leider konnten wir keine eigenen Kinder bekommen. Er hat Kinder geliebt und dann sowas. Sie glauben also, jemand wollte ihm was anhängen? Natürlich. Jemand wollte seine politische Karriere ruinieren. Aus den Akten geht gar nicht hervor, warum die Klage zurückgezogen wurde. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Ich habe ihnen klargemacht, dass sie mit diesen Anschuldigungen ein Leben zerstören. Dann sind sie zur Vernunft gekommen. Sie haben ihnen Schweigegeld angeboten? Natürlich nicht. Hatte Ihr Mann eigentlich vorher schon mal Probleme wegen sexueller Belästigung von Kindern? Das reicht jetzt. Mein Mann hat nie Kinder angerührt, niemals. Er hat sich sein Leben lang für Kinder eingesetzt. Sie glauben doch selbst nicht, was Sie da erzählen. Bitte verlassen Sie jetzt mein Haus. Meinen Sie eigentlich, man kann jede Sauerei mit Geld aus der Welt schaffen? Tina, ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Entschuldigung, es tut mir leid. Tina! Was war das gerade? Hey, ich kenne dich so überhaupt nicht. Kurt Schneider war ein pädophiles Schwein. Ach ja?
Wo willst du das wissen? Hast du ihn etwa gekannt? Nein, aber ich kenne seine Akte. Ja, die kenne ich auch. Was regelt er vor, dass er 10 Jahre Vorstand im Verein gegen internationale Kinderarbeit war? Verdammt, Martina, der hat Auszeichnungen dafür bekommen. Die Nummer da drin, die war gerade richtig schall. Das war unprofessionell. Suchst du was Bestimmtes? Jenny, ist das bei Polizisten so? Dieses ewige Misstrauen? Wann genau bist du nach Lübeck gekommen? Mit dem ICE 7.44 Uhr, Hamburg-Lübeck. Hier, die Fahrkarte ist abgestempelt. Jenny, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verdächtigen. Das ist dein schlechtes Gewissen. Das lässt dir keine Ruhe. Was meinst du denn damit? Das weißt du selbst. Aber ich bin dir nicht mehr böse. Deswegen bin ich hier. Ich will einen Neuanfang mit dir, aber willst du das auch? Ja, das will ich auch. Vorbei ist vorbei. Brauchst du mich heute Nachmittag? Das steht dir aber gut. Ja, findest du? Übrigens, ich habe eine Kontenübersicht der Bredersteins angefordert. Ich will nur deinen Verdacht ausräumen. Ich kenne dich doch. Lass dir keine Ruhe. Ich wünsche mir Glück. Wann fliegst du denn nach Australien? Bald! Komm doch mit! Ist echt schwer zu glauben, dass ihr Schwestern seid. Tina ist immer so verschlossen. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Wie meinst du das? Nachdem unsere Eltern gestorben sind, haben wir uns lange nicht gesehen. Das wusste ich gar nicht. Tut mir leid. Wie ist das passiert? Hat sie das nie erzählt?
Die sind bei einem Autounfall ins Leben gekommen. Wo seid ihr dann aufgewachsen? Beim anderen Stern! Das mit Vorsicht! Jenny, kann ich dich kurz mal sprechen? Kann ich auch mal mit dir baden? Nein, Katze, geht nicht baden. Nicht? Weil die sich selber sauber machen. Wie geht das denn? Ja, leck mich ab. Hä? Es ist doch nur eine Katze. Gibt es irgendetwas, das du mir sagen möchtest? Frag mich einfach, was du wissen willst. Hast du Schneider irgendwann noch mal gesehen? Nein. Nein, ich habe ja nicht mal gewusst, dass wir in derselben Stadt gewohnt haben. Ich war froh, als der Albtraum vorbei war. Auf dem Hotel. Und? Ich glaube, die fand meine Ideen für den Umbau gar nicht schlecht. Was ist los mit dir? Tu nichts, ich bin einfach nur müde. Warum hat deine Schwester den Erzieher angegriffen? Weil nur ich in eine Pflegefamilie gekommen bin. Jenny musste im Heim bleiben. Das hat sie nicht verkraftet. Das war ja wahrscheinlich auch nicht einfach für sie. In all den Jahren hast du nie versucht, sie wiederzusehen? Doch, natürlich. Aber Jenny war böse auf mich. Sie wollte nicht mit mir reden. Thank you.
setz dich auf meinen Schoß. Vielen Dank. Nicht Australien? Puh, da fahren wir erst über ein großes Meer und dann nach vielen Tagen sind wir da. Ja? Spricht man da Australisch? Ja. Ist gut, ich bin gleich da. Ich kann dir auch sagen, wie es geht. Wie ist das denn passiert? Ich muss irgendwie von der Straße abgekommen sein. Irgendwie, ja? Du stehst in letzter Zeit völlig neben dir. Was bitte ist los? Es tut mir leid, Gero, ich kann jetzt nicht mit dir darüber sprechen. Gib mir bitte Zeit. Wofür und wie lange? Bist dir was passiert, bis du dich totgefahren hast? Marie hätte mit dem Auto sein können. Lass dir doch helfen von mir, bitte. Ich muss mit Jenny reden. Ja. Vielleicht ist das ein Anfang. Du hast mich belogen. Du hast Schneider wie besessen verfolgt. Du hast seine Waffe gestohlen. Du hast ihn nach Travemünde gelockt, weil du genau wusstest, dass ich ermitteln würde. Und du hast ihn getötet. Ich habe das für uns getan. Mein Gott, Jenny, was soll uns das weiterhelfen? Jetzt wird alles gut. Du bist verrückt geworden. Irgendjemand musste für Gerechtigkeit sorgen. Er ist nie für das bestraft worden, was er getan hat. Er war ein verkommenes Stück Scheiße. Hast du das denn alles vergessen? Wenn du schön lieb zu mir bist, dann kommst du hier raus. Das verspreche ich dir, Tintchen. Und jetzt? Ich habe getan, was ich tun musste. Tu du, was du für richtig hältst. Schlechtes Gewissen. Das lässt dir keine Ruhe. Ich habe das für uns getan. Irgendjemand musste für Gerechtigkeit sorgen. Er ist nie für das bestraft worden, was er getan hat. Das ist dein schlechtes Gewissen. Jeder muss für das bezahlen, was er getan hat.
Was wusste denn? Was ist denn da passiert? Guten Morgen erstmal. Morgen. Ist nur ein kleiner Kratzer, sonst nichts. Bist du gestürzt? Nein, ich hatte einen Unfall gestern. Wie, du hast einen Unfall? Erzählst du mir nichts davon? Tja, vermutlich hatte ich keine Lust auf eine Moralpredigt über meinen Fahrstil. Vermutlich liegst du da ganz richtig. Was mit deinem Wagen? Ich hoffe, kein Totalschaden. Chris, den Bredersteinfall, den können wir, glaube ich, als Selbstmord abhaken. Sag mal, hörst du deine Mailbox nicht ab? Wieso? Weil du wieder den richtigen Riecher hattest. Abends hat schon eine Sitzung angerufen. Von Bredastein hat einen Tag vor seinem Tod 50.000 Euro abgehoben. Ahrens spricht gerade mit seiner Frau. Frau von Bredastein hat sich beklagt, dass die letzte Begegnung mit euch, vorsichtig ausgedrückt, etwas unglücklich abgelaufen ist. Ich denke, Tina, eine Entschuldigung wäre angebracht. Ja, das stimmt. Es tut mir leid, Frau von Bredastein. Ich weiß nicht, was an diesem Tag in mich gefahren ist. Gut. Dann wäre das geklärt. Sagen Sie, war das ein gemeinsames Konto, von dem die 50.000 abgehoben worden sind? Nein, wir hatten getrennte Konten. Wussten Sie davon? Haben Sie, mein Mann wurde erpresst, das liegt doch jetzt auf der Hand. Ich glaube nicht mehr an Selbstmord. Wir werden der Sache auf jeden Fall nachgehen. Spurensicherung ist schon im Hotel. Die Alte muss Ahrens ziemlich eingeheizt haben. Ja, nur weil Schneider erpresst wurde, heißt das ja noch lange nicht, dass es Mord war. Der heißt von Bredastein. Wieso nennst du den ständig Schneider? Ja, dann eben von Bredastein. Ja, wo ist das Geld? Ich habe mir die Waffenliste noch mal angesehen. Zur Tatwaffe gibt's einen Schalldämpfer. Kannst du dich erinnern, ob der im Waffenschrank lag? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Am Tatort war er jedenfalls nicht. Der Schalldämpfer würde erklären, warum keiner den Schuss gehört hat. Ich werde das noch mal überprüfen. Was los? Kommst du nicht mit? Nein, ich fahre nach Hamburg. Ich spreche noch mal mit den Eltern. Ist doch merkwürdig, warum die die Anklage so plötzlich haben fallen lassen. Soll ich nicht besser mitkommen? Nein. Ich glaube, alleine erfahre ich mehr. Kannst du schon was? Ja. Schon so viele Jobs gemacht, da lernt man auch was dabei. Jenny? Ja? Wir müssen nach Hamburg. Gibst du Marie einen Kuss von mir? Wir sehen uns später. Das Geld. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du ihn erpresst hast? Das Geld ist mir doch völlig egal. Ich brauchte ja nur einen Grund, um ihn nach Travemünde zu kriegen. Wo ist das Geld? Bei mir.
Hat dich irgendjemand gesehen, als du zu ihm ins Hotel gegangen bist? Natürlich nicht. Ich habe gewartet, bis die Rezeption frei war und außerdem habe ich einen Mantel und eine Mütze getragen. Hast du Schneider von deinem Handy aus angerufen? Nein, nur von öffentlichen Telefonen. Fingerabdrücke? Nein. Für wie blöd hältst du mich, hä? Jetzt das Geld. Müssen wir es wirklich verbrennen? Danke, dass du das alles für mich tust. Wir sind noch nicht fertig. Wo ist der Schalldämpfer? Achten Sie bitte in Zukunft darauf, dass der Waffenschrank verschlossen ist. Natürlich. Entschuldigen Sie nochmal die Störung. Danke. So, das wäre erledigt. When it gets dark, we go home. Wie kannst du denn bloß so unbekümmert sein? Würdest du mir deine Kette mal leihen? Die erinnert mich so an früher. Ich schenke sie dir. Ehrlich? Chris ist Polizist, Jenny. Ich halte es nicht für eine besonders gute Idee, wenn du ihn heute noch triffst. Aber wenn ich ihm jetzt absage, dann stellt er doch erst recht Fragen. Mach dir keine Sorgen. Das ist nichts Ernstes. Das habe ich im Griff. Erst fliegen zwischen euch die Fetzen und dann steckt er plötzlich dauernd zusammen. Wo ist denn Jenny? Die ist mit Chris verabredet. Chris? Jetzt sag doch schon, was gibt's denn Neues? Ich war bei Frau Kosloff. Und? Ich mach den Umbau. Ich hab den Job. Super.
Ich habe nachgedacht. Was hältst du davon, wenn ich eine Pause mache? Du willst aussteigen? Ja, wir gehen zurück nach Berlin und dann habe ich mehr Zeit für Marie und du wieder ganz viele neue Aufträge. Das glaube ich nicht. Du liebst doch deinen Beruf. Und für mich musst du das nicht machen. Nein, aber für uns. Ich weiß, dieses Haus war immer unser Traum, aber ich glaube einfach nicht mehr dran, dass wir hier glücklich werden können. Jetzt lass uns mal noch ein bisschen Zeit. Hm? Wir schaffen das schon. Schönes Seepferdchen. Mhm. Seepferdchen sind ganz treue Tiere. Die verlassen ihren Partner nie. Nur wenn sie sterben. Romantisch. Tina und ich, wir haben beide eine Seepferdchenkette geschenkt bekommen. Von unseren Eltern. Kurz bevor wir ins Heim kamen. Wie? Ihr seid im Heim aufgewachsen? Mhm. Tina hat ihre leider verloren. Wenn er erpresst wurde, ist doch die Frage, mit wem hatte er unmittelbar vor seinem Tod Kontakt? Ich checke heute die Telefonlisten und E-Mails. Gut. Was ist mit den Eltern von dem Mädchen? Die kommen als Täter nicht in Frage. Ich habe ihre Alibis überprüft. Was mit der Waffenliste? Die haben wir bekommen. Es gibt einen Schalldämpfer. Das habe ich auch überprüft. Der Schalldämpfer liegt im Waffenschrank. Jemand von der Presse hat schon mit Frau von Brederstein gesprochen. Wir haben jetzt Druck. Aber ich habe ihrer Kollegin doch schon alles gesagt. Sie war hier? Ja. Sie hat mich nach den Seepferden gefragt. Was haben Sie ihr gesagt? Dass ich sie im Zimmer des Toten gefunden habe, okay? Ja, und wie hat sie reagiert? Na, hier, bitte. Nehmen Sie. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Entschuldigung. Vero. Dann müssen wir mal sehen, wie. Was machst du hier? Arbeiten. Glückwunsch. Okay. Kann ich dir kurz was fragen? Ja, klar. Kleinen Moment, ja? Was gibt's? Am letzten Sonntag. Beziehungsweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Wo war Tina da? Warum willst du das wissen? Ihr hattet Streit an dem Abend, stimmt's? Du scheinst ja bestens informiert zu sein über unser Privatleben. Entschuldige. War Tina die ganze Nacht zu Hause? Was soll denn das? Du verbringst mehr Zeit mit ihr als ich. Warum fragst du sie nicht selber? Das würde ich gern machen. Ich kann sie nicht erreichen. Sie hat auf dem Sofa geschlafen. Morgens war sie schon weg. Beim Joggen. Verstehe. Danke, Gero.
Benzin hier, Kripo Lübeck. Guten Tag. Ich bräuchte ein paar Informationen von Ihnen. Ja. Ich muss mit dir reden. Ich auch mit dir. Ich spiele mit dem Gedanken, auszusteigen. Warum? Naja, ich habe wirklich in der letzten Zeit meine Familie vernachlässigt. Ach, klar. Warum sagst du mir nicht, was wirklich los ist? Was soll denn los sein? Du hast von Brederstein gekannt. Er war Erzieher im gleichen Kinderheim, in dem du auch warst. Damals hieß er Schneider. Deshalb nennst du ihn auch so. Chris, das ist meine Privatsache. Darum bist du bei Frau von Brederstein auch so ausgerastet. Schnüffelst du mir jetzt nach, oder was? Tina, ich verstehe es einfach nicht. Wir sind Freunde, verdammt nochmal. Warum redest du nicht mit mir? Jetzt hör mir mal gut zu. Was meine Heimzeit betrifft, das geht niemandem was an, kapiert? Jenny, was hast du Chris erzählt? Nichts, was denkst du denn? Woher weiß er dann von dem Heim? Ich habe nur erzählt, dass unsere Eltern gestorben sind. Bist du jetzt völlig verrückt geworden? Hast du immer noch nicht begriffen, was für dich auf dem Spiel steht? Beruhig dich doch mal. Uns kann gar niemand was nachweisen. Du kannst Chris nicht mehr sehen. Und es ist besser, wenn du gehst. Du hast doch gar keine Angst um mich. Du hast nur Angst um dich. Nein, Jenny. Ich weiß nur nicht, wie lange ich dich noch schützen kann. Wo geht Jenny hin? Die muss mal frische Luft schnappen. Hast du sie verjagt? Weißt du was? Wir beide machen jetzt was Schönes zusammen, ja? Was denn? Was du willst. Das habe ich bei Tina im Keller gefunden. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch nicht meine eigene Schwester anzeigen. Ich bin mir sicher, es gibt eine Erklärung dafür. Aber ich muss natürlich mit meinem Chef sprechen. Das verstehst du doch. Steffen? Ja, ich bin's. Du, ich muss dringend mit dir reden. Es geht um Tina. Sie hat von Brederstein gekannt. Ja? 2 Stunden? Gut. Ja. Glaubst du, Tina ist eine Mörderin? Was ist in dem Heim passiert, Jenny? Was soll das denn jetzt? Gut, dann sage ich dir, was ich vermute. Von Brederstein war euer Erzieher. Er hat Tina was angetan. Er hat sie missbraucht.
Ja. Und deshalb hat er den Tod verdient. Jenny. Niemand hat das Recht, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Tina auch nicht. Sie muss sich stellen. Niemals. Jenny. Was machst du? Leider nur die Mailbox von Christoph Pensin. Sie können aber nach der Nachricht einen Pfeifton hinterlassen. Was ist denn los, Mama? Ach, entschuldige, mein Schatz, ich habe nur nachgedacht. Wie man die Bösen erkennen kann. Hast du darüber nachgedacht? Wie kommst du denn darauf? Jenny sagt, manchmal sind die Guten die Bösen, die Bösen die Guten. Sagt sie das? Aber du bist nicht böse, oder? Nein, mein Schatz, natürlich nicht. Hat Jenny das gesagt? Nein, ich hab nur so gefragt. Er hat dich gefragt, wo ich in der Mordnacht war? Ja, das habe ich doch eben gesagt. Ja, was hast du ihm gesagt, wo ich war? Ich habe gesagt, dass du auf dem Sofa geschlafen hast und dann beim Joggen warst. Sag mal, stehst du unter Verdacht? Also entschuldige bitte. Ja, er wird mich das ja nicht so zum Spaß fragen. Sag mal, weißt du, wo... Warum packst du? Weil du recht hast. Ist besser, wenn ich gehe. Morgen früh bin ich weg. Sag mal, weißt du, wo Chris ist? Keine Ahnung. Ich wollte mich von ihm verabschieden, aber ich konnte ihn nicht erreichen. Du sollst aber nicht gehen. Wir beide haben noch ein Geheimnis. Hast du das vergessen? Tina. Zieh dich an. Und nimm deine Dienstwaffe mit. Was ist denn los?
Später. Gib mir deine Waffe. Es fehlen 2 Schuss. Kannst du das erklären? In 2 Stunden wissen wir, ob das die 2 Kugeln sind, die Chris getötet haben. Warum soll ich dann sowas getan haben? In deinem Keller waren 50.000 Euro! Du hast von Brederstein gekannt. Kurz zu seinem Tod hat Chris mit mir telefoniert. Ich war's nicht. Ich kann nicht anders, ich muss dich jetzt mitnehmen, Tina. Steffen. Ich muss mit meiner Schwester sprechen. Dringend. Damals vor Schneider hätte beschützen können, dann wäre das alles nicht passiert. Was erzählst du denn da? Ich kann verstehen, warum du ihn getötet hast. Er hat dich missbraucht. Aber warum Chris? Der hatte mit dem Ganzen doch gar nichts zu tun. Hör auf! Du brauchst jetzt Hilfe, Tina. Sie lügt! Glaube kein Wort, Steffen! Sie lügt! Beruhig dich. Ich lass dich nicht allein. Egal, was du getan hast, ich bin immer für dich da. Ich lass dich nicht im Stich, Tinchen. Wenn du schön lieb zu mir bist, dann kommst du hier raus. Das verspreche ich dir, Tintchen. Mach dir keine Sorgen. Ich werde Marie eine gute Mutter sein. Lass die Finger von meinem Geld! Du sollst niemals! Tina! Wir sollen niemals! Tina! Siehst du? Da bin ich schon wieder. Und was ist jetzt mit der Mama? Die Mama muss noch ein bisschen arbeiten. Aber die kommt bald nach. Jetzt geht's los. Meine Schwester lügt. Sie hat das alles inszeniert, damit du denkst, dass ich die Mörderin bin. Du
dir helfen soll, dann musst du mir jetzt alles der Reihe nach erzählen. Nein, dafür ist keine Zeit. Du musst mir glauben. Ich kann es dir beweisen. Lass mich gehen. Das geht jetzt nicht. Gina. Tu das nicht. Du reitest dich immer weiter rein. Entschuldige, Steffen. Aber ich muss meine Familie retten. Jenny noch im Haus? Nein, Jenny ist weg. Hat Marie mitgenommen. Oh Gott. Alles okay mit dir? Nein. Jenny hat Chris getötet. Wir müssen Marie finden. Ach, mach mich frei. Wir müssen meinen Wagen ordnen. Los! Danke. Der Kollege vom Flughafen ist dran, aber bis jetzt hat er sie auf keiner Passagierliste gefunden. Guck mal, wie viele Schiffe Marie gemalt hat. Überall Schiffe. Hier, eine Buchungsbestätigung. Passage auf einem Frachter. Hamburg-Gibraltar. Gibt es keine Passagierlisten? Ich doch lieber wieder nach Hause. In Australien ist es jetzt Sommer. Das ist schön warm. Das wird dir gefallen. Komm.
Das ist doch keine Lösung, Jenny! Ich gehe nicht ins Gefängnis. Hör mir zu. Nur einen Moment. Es gibt nichts mehr zu besprechen. Du hast mein Leben zerstört. Ich konnte nicht mehr. Das war der einzige Ausweg für mich. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Du hast gewusst, was er mit mir machen will. Das war dein Deal, um dich zu retten. Wenn ich geahnt hätte, dass er dir das Gleiche antut, dann wäre ich nie gegangen. Du hast mich dem Monster ausgeliefert. Aber ich war doch auch noch ein Kind. Bleib stehen, bleib stehen. Ich lasse mich nicht mehr einsperren. Nein. Warum hast du mich alleine gelassen? Warum hast du nicht auf mich aufgepasst? Ich passe jetzt auf dich auf, Jenny. Ich passe jetzt auf dich auf. Es ist aber zu spät. Das ist nicht zu spät. Doch, es ist zu spät. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Eine Stufe hoch und eine Stufe runter. Und die letzte Stufe. Was ist es denn, Mama? Ein wenig Geduld. Sag bitte. Nein, gleich. Noch eine Stufe. Ist das für mich? Wirklich? Danke, Mama. Danke, Papa. Nenn mich Fanny. Du bist aber schön.